Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Chaos in Visita. Wir sind hier in einem Berg unterwegs, denn ich gehe zum Peak Point, um da das böse Team aufzuhalten. Ob das was wird, man weiß es nicht. Die Kombination hier ist schon mal richtig, richtig gut. Jeder hatte einen Typen, der gegen den anderen effektiv ist. Was soll das denn hier? Kriegst du direkt mal eine Ladung matschiges Wasser ins Gesicht. Oh. Was ist denn mit dem? Oh nein. Oh nein, es hat Hochmut. Oh oh. Oh oh. So. Das Schöne ist, ich bin sehr effektiv. Der Crit war so unnötig bei Louis. Vielen Dank für gar nichts. Shelgon, das ist... Ah, Draschel. Das heißt so komplett anders als im Deutschen. Also tausendmal... Tausendmal kann ich da raten, das hätte ich nicht erraten. Das Ding, nur weil ich zu faul bin zum Wechseln, ne? Ich hätte nur auf mein eins meiner beiden Feen-Pokémon wechseln müssen und das wäre nicht passiert, aber nee. Nun. Ja, Rick. Ich muss aber leider eins von den beiden wiederbeleben. Weil in so einer Höhle mit Gesteins-Pokémon ist es echt doof, wenn man kein Pflanzen- oder Wasser-Pokémon hat. Das trifft sich nicht so. Das ist eher ungeschickt. So, wir setzen dich mal nach vorne, dass du noch ein bisschen leveln kannst. Du bist nämlich das schwächste Teammitglied aktuell. Ach, da ist das Rätsel. Ich sollte mir das angucken, bevor ich was schiebe. Ich kann nicht schieben. Brillant. Ich kann nicht schieben. Ich kann nicht schieben. Fies. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich weitergehen. Nee, müssen wir nicht. Lustig. Was ist jetzt passiert? Ah. Oh! Das lebende Fossil einfach aus der Wand gesprungen. Das ist ja wild von ihm. Wenn es jetzt drin geblieben wäre, hätte ich es gefangen. Aber so, nein, danke. Okay. Auf Wiedersehen. Gold. Aber weiter komme ich trotzdem nicht. Dass das halt gleichzeitig passiert mit dem Schutz ist leer gegangen und dann das noch. So. Ich kann hier aber nicht schieben. Ich kann aber auch nicht springen. Aha, ich kann doch was schieben. Klar, ich kann das natürlich hochschieben. Warum habe ich da nicht drüber nachgedacht? Okay, das war schon mal falsch geschoben. Ich muss da hinten in die Lücke. Und dafür... Was muss ich dafür tun? Wie hätte ich das schieben müssen? Das ist schon richtig, dass ich das schiebe. Oder? Ich bin viel zu müde dafür. Mein Gehirn so... Okay, ich muss da hoch irgendwie kommen. Kann ich das zweimal schieben? Nee. Verdammt. Nein, um das zurückzusetzen, muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Nein. Das ist nicht nett. Okay, nächster Versuch. Wir gucken uns das mal ungeschoben an. Ich habe das Gefühl, mein Schutz ist ganz schön schnell leer im Moment. So, wenn ich das... Doch. Okay. So. Stärke. Warum setze ich eigentlich Stärke immer am liebsten mit Baloui ein? Das ist immer noch nicht richtig. Ich hätte den anderen zuerst... Oh, ich hätte den einen zuerst ganz nach rechts schieben müssen. Oh. Ich wusste, was ich tun muss, aber ich habe es falsch gemacht. Beeindruckend.
Erstmal machen wir hier das Erz-Rihorn. Aber schön, dass man vor den Pokémon flüchten kann. Weil normalerweise sollte man meinen, bei sowas kann man nicht vor den Pokémon flüchten. Ich hatte es beim ersten Mal durch Zufall richtig gemacht, aber ich habe nicht gesehen, dass da hinten eine Lücke ist, in die ich den Stein reinschieben kann, wenn ich ehrlich bin. Fies. So. Hier muss ich nur rein. Runterspringen. Schalter. Let's go. Hätte ich da hinten hochlaufen sollen? Wäre das vielleicht klug gewesen? Geht's da weiter? Man weiß es nicht. Ich kann mal nachgucken. Jetzt nehme ich eine Treppe. Ah, ich komme nur noch nicht hin. Ah ja. Weil da noch mehr Schalter im Weg sind. Wer hat denn das hier gebaut? Was soll denn das? Ich habe das Gefühl, mein Schutz geht viel schneller leer als sonst. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich habe das Gefühl. Wo kommt man denn hier hin? Warum kann ich hier hochlaufen? Ach, ich muss da hinten hin um den Stein, wenn ich von der anderen Seite... Alles gut. Hallihallo, einmal bitte heilen. Fantastisch, dankeschön. So. Wo waren denn jetzt die nächsten... Ich habe schon wieder vergessen. Oh. Wo waren denn die nächsten blöden Steine? Waren die da oben? Bevor ich den ganzen Weg zurücklaufe, waren die da oben oder waren die hier hinten? Ah, die waren da oben. Es sieht aber nicht so aus, als könnte man da vorbeilaufen. Gebt es zu. Ey, das bringt mich so durcheinander. Diese großen Steine und die Bäume gibt es ja genauso, die so aussehen, als könnte man da nicht dahinter herlaufen. Weil in den normalen Spielen man an solchen großen Strukturen nicht vorbeikommt. Aber hier geht das und mein Gehirn versteht das nicht. Es versteht das einfach nicht. Das ist ihm zu kompliziert, dass das hier plötzlich geht. Das ist falsch. Stärke bitte. Dankeschön. Ja, das sieht halt... Das sieht in normalen Spielen keine Chance, dass ich hier vorbeilaufen könnte. Ganz ehrlich. Warum kann ich nicht laufen? So. So. Okay. Hi, du hast mich aber auf weite Entfernung entdeckt. Das ist schon ein bisschen gruselig, Freddy. Ah, das trifft sich außergewöhnlich gut. Nur selber Trash. Sehr schön, besiegt. Au, ein sehr feines Pokémon. Oh, das ist ja gar nicht wie immer. Nein, du bist Drache. Drache irgendwas, nicht wahr? Hm. Au. Oh. Die treffen aber auch mit Draco-Meteor. Was ist denn? Warum haben denn die Gegner hier alle bei so Attacken wie Draco-Meteor und Blizzard 100%ige Treffrate? Das gibt's nicht. Ich finde das gar nicht okay. Wenn ich mit Draco-Meteor treffe, die Chance, dass ich überhaupt einen lande, ne? Die ist schon immer niedrig. Wo geht's denn weiter? Ah, da ist ein Stein. Aber, ach, ich kann ihn dann hochschieben, okay. Nein, ich kann auch nirgends vorbeilaufen, okay. Ich muss ihn die ganze Zeit vor mir herschieben, das ist sehr beunruhigend. So, da unten kann ich runterspringen. Keine Ahnung, ob ich das muss. Wir gehen erstmal da lang, wo ich wieder zurückkomme. Würde ich sagen. So. Aha. Ich laufe hier einmal im Kreis quasi. Okay. Da hinten ist nur... das kann... Das hat auch den Megastein hier. Warum kriegt er nicht den Megastein für meinen... Hafnir? Das wäre doch auch cool. Das hätte ich auch gerne als Mega-Pokémon. Das sieht sehr cool aus. Metang. Ich meine, wir können es versuchen zu schwächen. Dann kann der...
versuchen, es zu fangen. So ein Metagross ist schon cool. Wobei ich das eigentlich nicht ins Team nehmen will. Hatte ich jemals schon mal einen Metagross im Team? Ich glaube nicht. Es hat nicht mal gewackelt. Es hat nicht mal drüber nachgedacht, ob es im Ball bleiben will. Habe ich noch? Ich habe einen einzigen für Höhlen. Aber macht eh keinen Unterschied. Das Ding hat gar keine Lust. Habe ich auch nur so bedingt Lust drauf, jetzt mit so einem Metang mich rumzuschlagen. Wir setzen noch einen Ball ein. Es wackelt halt nicht mal, ne? Das muss halt nicht sein, nee. Jetzt hat es gewackelt, um mir Hoffnung zu machen. Unnütze Hoffnung. Hoffnung, falsche Attacke. Ich hätte es damit noch weiter schwächen können, egal. Gold. Schön. Okay, ich denke, wir müssen dann da unten weiter. Macht mir etwas Sorgen, aber wird schon. So, viel Spaß beim Vollgeheiltsein. So. Da ist ein Schalter. Ach, ich komme da oben gar nicht weiter. Ist das ein Hin und Her? Okay. Hallo, Schwester Joy, hallo, ich bin hier oben, hallo. Ich glaube, sie kann mich nicht hören. Oder ihr ist es egal, das kann halt auch sein. Jetzt hätte ich mal nicht geheilt, das war unnütz. Nun, kann man nicht mehr ändern. Okay, ich muss jetzt wieder da hinten zurück. Ich hab Angst vor der Siegestraße. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Siegestraßenrätsel. Aber wenn das ja schon so ein normales Rätsel ist. Was passiert in der Siegestraße? Ach, geht's gar nicht lang. Okay. Das macht mir ein bisschen Sorgen, das Siegestraßenrätsel. Hi, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Miri, ich besieg dich jetzt. Maggie. Guten Tag, Maggie. Das ist Baloui. Er ist nicht für das Besiegen zuständig. Er macht das hier. Es tanzt. Tanz! Das wollte ich nicht. Oder soll ich so bleiben? Weil ich habe dann nicht mehr meine Flugattacken als Step. Ich weiß halt nicht, was sie noch hat. Na gut, wir mega entwickeln. Let's go! Mega Entwicklung. Auf geht's. Leider trotzdem kein One-Hit. Das Ding hält echt gut aus. Ist eigentlich gar kein schlechtes Pokémon, aber hatte ich auch noch nie im Team. Nicht mal ansatzweise. Noch nicht mal drüber nachgedacht, das ins Team zu nehmen. Aber eigentlich ist es gar nicht ganz schlecht. Ich meine, immerhin habe ich jetzt nicht mehr den Flugtyp. Dafür habe ich jetzt den Feuertyp immer noch, der natürlich Gesteinsattacken auch nicht so geil findet. Aber es scheint nur Pflanzenattacken einzusetzen. Also ist mir das egal. Oh, Feurio. Ach, gecrittet, ja klar. Mit einem letzten Atemzug noch einmal einen Volltreffer. Meganie. Oh. Hallo. Jetzt hätte ich das einmal in, ich glaube, Empyrean. Hatte ich im Empyrean das Meganie dabei? Seit ich das meinem Fangame dabei hatte, als ich das aus dem Zirkus befreit habe, als das noch extra den Feentyp dazu bekommen hat, finde ich das gar nicht mehr schlecht, das Pokémon. Seitdem ist das definitiv in meiner Rangliste von Pokémon und von Startern gestiegen. Ehrlich, davor war das so, aber inzwischen. Inzwischen mag ich das von den drei Startern aus seiner Generation eigentlich fast am liebsten, muss ich sagen. Ich finde es schade, dass es kein Feentyp gekriegt hat. Den hätte es definitiv verdient. Das würde es sehr aufwerten. Aber die anderen Starter aus seiner Generation haben ja auch keinen Zweityp. Deswegen wäre das ungerecht. Aber es wäre definitiv ein besseres Pokémon dadurch. Ganz eindeutig. Relaxo. Du kannst Knirscher. Deswegen wechseln wir besser mal aus. Aber gegen wen? Gegen dich. Groß gegen groß. Der ultimative Kampf. Ja, also ich wusste, dass es knirscht.
kann die Zukunft sehen. Steinkante. Immerhin habe ich getroffen mit der... Oh. Fies von ihm. Was soll denn das? Hör mal auf. Das ist nicht nett von dir. Ich wusste nicht, dass du auch noch was sehr Effektives gegen mich hast. Du solltest ja eigentlich nichts können, oder? Kannst du was? Sag mal. Boah, doch, kannst du was gegen mich? Eigentlich bist du ja nur sowas wie... Ups. Eigentlich bist du nur sowas wie Chanera, wollte ich sagen. Und dann macht es mein Pokémon einfach weg. Nun. Kann man nichts machen. Das Gute ist, der Sandsturm erledigt meinen 1-KP-Fluch. Das ist sehr nett. Danke, Sandsturm. So, hier kann ich wieder Sachen durch die Gegend schieben. Nee, kann ich nicht. Doch, ich kann... Ich hasse das! Aber es bringt mir trotzdem nichts. Okay, nun. Ich hasse das trotzdem. Das ändert nichts an der Tatsache, dass die Steine seltsam sind und nicht wie normale Dinge in Pokémon funktionieren. Aha, ein Geist. Ich bin auch ein Geist. Ich bin aber ein Pflanzengeist und du bist ein Giftgeist. Wow. Können wir darüber reden, dass in den letzten Folgen die Volltrefferrate der Gegner sehr hoch ist, die bei Volltreffern, die was bringen. Ich meine nicht so meine Volltreffer, die gar nichts bringen, weil sie... Jetzt, ich werde jetzt einen Volltreffer machen mit der nächsten Attacke. Wir wissen das alle, weil das komplett unnötig ist, nur damit ich mich besser fühle. Nee, nicht mal das. Toll. Nicht mal das kriege ich. Was steht denn? Nee, da steht nichts. Na gut. Okay. Ist das Eis? Oh, ich hasse Eis. Nach Schieberätsel auch noch Rutschrätsel. Toll. Klasse. Ace, ich bin viel zu müde. Ich möchte nie wieder darüber reden. Okay. So, ich denke mal, er wird Kampf-Pokémon haben. Er sieht so aus, als hätte er Kampf-Pokémon, finde ich. Hallo. Aufnehmen. Nachts um 10. Und dann auch noch solche Rätsel die ganze Zeit. Kann ich euch nicht empfehlen. Und da muss man auch noch was reden dabei. Reden und Rätsel sind sowieso schon schwierig. Aber wenn du dann eigentlich schon schlafen gehen willst, so langsam und so denkst, nicht zu empfehlen. Nicht, gar nicht. Das ist wild. Guten Tag, Hariyama. Tschüss, Hariyama. Jetzt muss ich auch noch Rutschrätsel machen. Wobei das Gute ist, Rutschrätsel, ganz ehrlich, ich denke bei Rutschrätseln nicht nach. Ich rutsche einfach so hin und her und meistens klappt es irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber es klappt. Ah, ich bin in der nächsten Stadt. Sehr schön. Hallo. Die Statue wurde als Zeichen des Friedens errichtet. Ist das ein Mew? Es sieht ein bisschen aus wie ein Mew. Ich dachte zuerst, tolle Statue, einfach so ein blöder Klotz, wow. Aber ich glaube, das sieht fast aus wie ein Mew. Arenaleiter Günther hat mir viel über die alten Tage erzählt. Günther, ich kann kaum heraus... Ich kann kaum abwarten, mehr herauszufinden. Hä? Der Satz ist kein Zungenbrecher und trotzdem habe ich ihn nicht ausgesprochen gekriegt. Okay. Wild. Was auch immer an diesem Satz so kompliziert war. Er war anscheinend sehr kompliziert. Okay. Was unterhaltet ihr euch? Guten Tag, ich möchte mich mit unterhalten. Ah, sie sind gerade in der Arena. Mhm. Ja, sie haben Tempurina aufgeweckt. Ich gehe erstmal shoppen, würde ich sagen. Ich denke, das ist... Oh, das ist wichtig. Wild, wild, wild. Guten Tag, was haben Sie so zu verkaufen? Ich hätte gern Dinge gekauft. Ich habe das Gefühl, da kommt jetzt bestimmt was Wichtiges. Deswegen sollte ich gut eingedeckt sein. Ich nehme auch mal Supertränke mit. Und auf jeden Fall Beleber. Ganz dringend Beleber.
Ich habe noch Fluchtseile. 3 Stück. Das reicht. Ich kaufe noch einen, damit ich 30 voll habe, weil das schon eine schöne Zahl ist. Eine schöne runde Zahl. Ah, Gunthers Haus. Hallo, ich bin eingebrochen. Oh, keiner da, dem ich das sagen kann. Dann macht das gar nicht so viel Spaß. Okay. Ich muss erst in die Arena gehen. Nehme ich an. Möchte mir das Spiel damit sagen. Das ist eine sehr offene Küche. Ja, alle haben das unter Kontrolle. Sie warten nur auf mich, weil ich muss das unter Kontrolle haben, weil sie das selber nicht hinkriegen, fürchte ich. Was haben wir hier im Haus? Hallo, ich bin eingebrochen. Ich bin Miri. Oh, der Kampf zwischen den legendären Pokémon hat 3 Jahre gedauert. Na, da kann ich mich ja jetzt auf was gefasst machen. Hi. Wahrscheinlich muss ich eh zu Garde wecken. Das wird sich freuen, wenn ich das wecke. Aha, hier ist Team Dupe und hier ist die Arena. Okay, ich glaube, hier ist noch eine Statue. Das ist Mew, oder? Oder was sagt ihr? Nun, ich würde aber sagen, bevor es jetzt gleich storytechnisch weitergeht, gehe ich in den Laden. Nee, machen wir Schluss für heute. Kommt gerne zur nächsten Folge wieder vorbei. Bis dahin, macht es gut und Mirio.